Moin zusammen, da sind wir wieder. Weiter geht's mit Witcher 3. Das hässliche Entlein. Ich dachte, wo wir sowieso gerade hier auf der Burg sind, können wir auch diese Quest jetzt fortführen. Ich muss mit dir reden. Worüber? Uma, ich werde ihn mitnehmen. Du musst um die Erlaubnis des Barons bitten. Das Problem ist, er ist nicht da. Ich bitte um gar nichts. Ich teile es dir mit. Du kannst versuchen, mich aufzuhalten. Aber das wäre ein Fehler. Ein tödlicher. Du glaubst wohl, ich zittere vor dir. Das wäre jedenfalls verdammt klug. Bitte, der Krüppel ist das Blutvergießen nicht wert. Geh zum Stallknecht. Der ist sicher froh, wenn er ihn los wird, weil das Scheusal aus den Futterbeuteln frisst. Ich wünsche euch beiden eine angenehme Reise. Herzlichen Dank. Ja, mit dem muss man einfach mal ein bisschen offenkundiger reden. So, machen wir mal Licht an, ist dunkel hier. So, wo ist die Sau? Ja. Ach, der Buchmacher. Ah, hier war, glaube ich, mal ein Boxkampf oder so. Ich gucke vorher noch einmal in den Stall. Der war ja hier irgendwann seinerzeit mal abgebrannt. Ne, guck mal, ist nichts mehr drin. Ich hätte gedacht, vielleicht gibt es hier die ein oder andere Neuigkeit zu klauen. Dass hier was Neues liegt. So, zack, ab nach unten. Ich nehme Uma mit mir. Es gibt keinen. Hauptmann Ardal hat gesagt, ich darf. Bringst ihn aber zurück, oder? Wäre schrecklich langweilig ohne ihn. Mach dich über was anderes lustig. Keine Ahnung. Fang ein paar Frösche und schieb ihnen Strohhalme in den Arsch. Hä? Ist das eines eurer Hexerspiele? Die Hexerversion ist anders. Zwing mich nicht, sie dir zu zeigen. Mach die Tür auf. Sofort. Hey, kleiner Mann. Das hier ist Plötze. Sie wird uns nach Kaer'morhen bringen. Na? Komm schon. Ja, nach Kaer'morhen möchte ich auch schon länger mal. Das war bis jetzt irgendwie nicht möglich. Schluss mit den Bunzen. Gehen wir. Ja, ich dachte, er beißt der Ratte vielleicht noch einen Kopf ab oder so. Boah. Und in Kaer'morhen kann ich dann endlich nach der Wolfsrüstung suchen. Gesellschaft. Nilfgaarder Schlacht oder so. Was willst du? Du missfällst dem Kaiser. Dann soll er wen anders um Hilfe bitten. Der Kaiser bittet niemanden um irgendwas. Du reitest mit uns nach Vysima. Seid ihr sicher? Denk nicht mal dran. Na schön, zeig den Weg.
Und die dritte Armee fällt von Westen ein, um Banglean einzunehmen. Mit Verlaub, kaiserliche Hoheit. Eure Spione berichten, dass die Garnison bei Banglean fast komplett aus Söldnern besteht. Also Bestechung. Dann verlieren wir keine Männer in der Schlacht. Weniger Zeit verlieren wir auch. Also schön, gib den Befehl. Und setz die Segel. Wie ihr wünscht. Sofort. Kaiserliche Hoheit, Yennefer. Ich hab dich nicht kommen lassen, um Artigkeiten auszutauschen. Berichte. Keine Artigkeiten erforderlich? Wunderbar. Aber denkt dran, ich bin nicht euer Soldat, Lakai oder Hund. Also gebt mir keine Befehle. Soll ich lieber meinen Wachen Befehle geben? Sieh dich um. Mein Fingerzeig genügt. Geralt. Nun berichte. Erdogan gefangen. Nun, dieser Mensch ist der Schlüssel, um Ciri zu finden. Ich habe dir drei solide Spuren gegeben. Frisch wie der Morgentau. Dazu die Hilfe meiner Spione und meiner Hofzauberin. Und du bringst mir anstatt meiner Tochter diese Monstrosität? Ich hoffe, dass du noch mehr zu sagen hast. Für dich. Ich suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Und diese Nadel kann jederzeit... Die Aufgabe ist schwierig, das weiß ich. Na und? Hör zu. Ich regiere das größte Imperium, das die Welt je gesehen hat. Ich führe Krieg gegen den Norden, befehlige Zehntausende von Männern. Und wenn ich zu Hause bin, versuchen die Handelsgesellschaften und Adligen, mich zu entthronen. Erwarte nicht, dass ich dich wegen der Schwierigkeit deiner Aufgabe bemitleide. Ich habe die Spuren verfolgt, die ihr mir gegeben habt. Ciri tauchte zuerst in Skellige wieder auf, mit einem Magier, einem Elfen. Yen weiß mehr. Die wilde Jagd hat sie aufgespürt und überfallen. Sie mussten nach Velen fliehen. Dort wurden sie getrennt. Ciri war einige Zeit bei einem örtlichen Kriegsfürsten, einem selbsternannten Baron, der... Nicht doch. Ich kenne meine Vasallen. ...der ihr nach Novigrad half. Dort verdarb sie es sich mit einigen Unterweltgrößen. Sie musste wieder fliehen und ging zurück nach Skellige. Dort ist sie ihrem Elfenbegleiter begegnet. Und der wilden Jagd. Schon wieder. Ciri und der Elf flohen aufs Meer. Am nächsten Tag kam das Boot zurück und es war nur er an Bord. Diese Informationen scheinen nicht sehr nützlich, auch wenn ihr offenbar beschäftigt wart. Diese Monstrosität könnte eure Tochter sein. Der Körper ist das Ergebnis eines Fluchs. Darin ist jemand verborgen. Kannst du diesen Fluch brechen? Ich habe viel geforscht und nachgefragt. Aber um ihn zu brechen, müsste ich die Worte kennen, mit denen er gewirkt wurde, und das... Wafail Elaine Ketmilfoli. Gledif Dorn et Tneid Bundru Itne Iakus. Hat Rittersporn mir gesagt. Ciri hat mit ihm darüber geredet. Endlich hast du mich auch mal angenehm überrascht. Werte Yennefer, meine Frage besteht noch. Ja. Ich glaube, ich kann es. Doch ich muss... Die Details interessieren mich nicht. Geralt, du hast recht wenig erreicht, wenn auch zugegeben mehr als meine Pfuscher von Spionen. Ich gebe dir die Hälfte der versprochenen Belohnung. Die andere Hälfte bekommst du, wenn du mir Ciri bringst. 2000 Kronen. Nett. Ja, ich habe nicht vor, sie herzubringen. Muss ich ihm ja nicht sagen. Ich sag's einfach. Darauf würde ich mich nicht verlassen. Das war keine Bitte, sondern ein Befehl, Geralt. Und ich rate dir, widersetz dich mir nicht. Die Audienz ist beendet. Bis zur nächsten. Etwas von deinem berühmten beißenden Humor wäre nützlich gewesen. Wo ist der hin?
Du warst schüchtern wie eine Arethusa-Novizin beim Dekan. Ich weiß jedenfalls, wann ich meinen Stolz ausleben kann und wann ich ihn runterschlucken muss. Im Gegensatz zu gewissen anderen. Ah, verstehe. Mir zeigst du also die Klauen, weil ich ein lumpiger Hexer bin, wohingegen... Willst du das jetzt wirklich, Geralt? Wir können uns später streiten, an einem Ort, wo die Wände keine Ohren haben. Also, wie brechen wir Umas Fluch? Wir müssen ihn nach Kaer Morhen bringen. Oh, und Geralt, verzeih, aber ich kann nicht dich, Uma und Plötze teleportieren. Deswegen... Keine Sorge, wir reiten hin. Ich mochte das Teleportieren noch nie. Pass auf dich auf. Warte. Hier. Wahrscheinlich ist es besser, wenn du ihn behältst. Ja, also, gut. Ich muss los. Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Geralt musste den Fluch brechen. Und so brachte er Uma zur Zuflucht der größten Spezialisten für Flüche, zur Hexerfestung Kaer Morhen. Kaer Morhen, eine Woche später, na endlich. Ganz ruhig plötzlich. Komm gut. Gabelschwänze so nah bei der Festung? Da war aber jemand nachlässig. Nun, sieh an, wen der Wind herbläst. Du warst ja lange weg. Zu lange. Und wie war deine Reise? Ruhig. Abgesehen von dem Gabelschwanz, der uns vor ein paar Meilen überflogen hat. Der Passagier war etwas beunruhigt. Was haben wir denn da? Zahlreiche Deformierungen. Augen, Ohren, Nasenlöcher, eine Hasenscharte. Und ist das... Na, na, ganz ruhig. Mit einem hatte Yennefer recht. Hübsch ist das Ding wirklich nicht. Allzu fein siehst du auch nicht aus. Wie bist du so dreckig geworden? Hm? Ach, das... Ich habe Lehm für Mörtel angerührt. Muss die Wände flicken, ehe sie zerbröckeln. Reichlich Arbeit für einen allein. Wollten Lambert und Eskel nicht helfen? Sehen sie keinen Sinn darin? Nein. Yennefer hat wichtigere Aufgaben für sie gefunden. Yen ist schon hier? Und wie? Oh, habt ihr euch gestritten? Ach, Geralt, ich weiß, dass sie eine, wie drücke ich's aus, emanzipierte, willensstarke Frau ist, aber zählen Manieren denn gar nichts mehr? Sie teleportiert ohne das Kleinste, schön euch zu sehen, rein und sagt stattdessen, wir müssen einen Fluch brechen, es gibt dies und das zu tun, also los, Eskel und Lambert. Dann geht sie ins Gästezimmer, arrangiert alles um und wirft das Bett vom Balkon. Schade, das war ein gutes Bett. Das habe ich auch gesagt. Massiver Eichenholzrahmen, Daunenmatratze. Triss hat immer gesagt, sie... Aha, jetzt verstehe ich. Entweder ist es das, oder Yen kann Eichenmöbel nicht leiden. Was hat Yen denn vor? Wenn ich das wüsste. Du meinst, sie hat's dir nicht gesagt?
Sie hat uns gesagt, was sie braucht, um den Fluch zu brechen, nicht was sie vorhat, obwohl wir gefragt haben. Sie hat was vor. Schön, dass dir das auffällt. Und? Wo sind denn alle? Eskel ist auf Gabelschwanzjagd. Wir müssen das Nest im Wald ausheben. Und Yennefer braucht einige Zutaten aus den Organen. Wie sagt man? Zwei Fliegen, eine Klappe. Lambert ist noch in der Festung und bereitet sich auf einen Ausflug in die Berge vor, um das Phylakterium mit Elementarenergie anzureichern. Mhm. Und Jen? Die baut ihr Megaskop auf. Sie wollte meine Hilfe. Ich sollte mit einem piepsenden Gerät herumrennen und irgendetwas suchen. Aber ich bin zu alt für diesen Quatsch. Ich sollte ihr sagen, dass ich hier bin. Wenn du meinst. Aber erwarte nicht, dass sie dir um den Hals fällt. Okay, das hässliche Entlein. Ich würde sagen, hier mache ich auch mal einen kleinen Break. Schau mich hier mal ein bisschen um und dann gucke ich mal, was ich als erstes mache. Ich würde fast dazu tendieren, zuerst mit Lambert zu quatschen. Weil wir mit ihm ja auch noch die Reise, die Quint-Geschichte machen. Und dann schauen wir uns hier noch weiter um. Also, bis gleich, viel Spaß weiterhin und ciao!